Das Fernsehmagazin zum Safer Internet Day 2018. Smart. Big Data. Social. Alles unter Kontrolle. Ey, du, was soll das? Hör auf damit, es ist Strandverbot. Pass mal auf. Beleidigungen sind in dieser Simulation nicht erlaubt. Reset. Alles unter Kontrolle ist das Motto des diesjährigen Safer Internet Days. Wir haben uns zusammen mit 10 weiteren offenen Kanälen zusammengesetzt und haben Beiträge für den Safer Internet Day zusammengestellt, die ihr gleich zu sehen bekommt. Alles unter Kontrolle. Doch haben wir wirklich alles unter Kontrolle oder bestimmt nicht vielmehr das Internet über unser Denken und unser Handeln? Dazu hat der offene Kanal in Mainz einen Beitrag erstellt und den zeigen wir euch jetzt. Laut der ARD-ZDF-Online-Studie war 2017 90% der deutschsprachigen Bevölkerung regelmäßig im Internet. Nicht nur die tägliche Internetnutzung hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt, sondern auch die Art der Informationsgewinnung verändert sich stetig. Neben klassischen Medien wie Fernsehen, Zeitungen und Bücher sind im Internet immer häufiger viele andere Angebote vertreten. Täglich nimmt die Informationsvielfalt von Artikeln und Webseiten im Internet zu. Fällt es da noch leicht, Informationen zu filtern und sie für sich selbst zu bewerten? Also bei den vielen Nachrichten ist es immer schwierig zu differenzieren, was sind jetzt richtige Nachrichten und was sind vielleicht Fälschungen. Aber da ist es einfach wichtig zu vergleichen. Also ich finde es schwierig privat mit dieser Riesenmasse an Informationen umzugehen, weil im Internet findet man immer alles. Und ich kann mir nie sicher sein, ob das jetzt seriöse Quellen sind, die ich daraus gefunden habe oder nicht. Wenn man auf vertraute Medien zurückgreift oder vertraute Nachrichtenseiten, dann kommt es da auf das Vertrauen an, das man hat in diese Medien. Dann ist es einfacher, da vielleicht auch zu unterscheiden. Eine solche Masse an Informationen im Internet zu bewältigen, fällt vielen schwer. Wie soll man sich durch den Nachrichtendschungel kämpfen, um sich dann eine ausgewogene und vielschichtige Meinung zu bilden? Der Medienpädagoge Professor Andreas Büsch von der Katholischen Hochschule Mainz erläutert die Problematik der Meinungsbildung im Internet und wie wichtig intensive Recherche ist. Der zentrale Unterschied zwischen Informationssuche früher und heute ist natürlich zunächst mal durch die Digitalisierung bedingt. Wir haben an einem Platz unter einer Oberfläche, sei es am PC, Notebook, auf dem Tablet, Smartphone oder so, viel mehr Informationsquellen verfügbar, als das je der Fall war. Wir brauchen, glaube ich, mehr als früher, als das Medienangebot schlicht einfach noch eingeschränkter war an analogen Medien, eine Navigationskompetenz, um Informationen filtern, bewerten und für uns einsortieren zu können. Ein zweites riesiges Problem, was in den letzten Jahren ja immer stärker diskutiert wurde, eigentlich aber vermutlich so alt ist wie die Massenmedien selber, ist, dass man mit Informationen auch ganz wunderbar lügen und betrügen kann. Durch Weglassen, durch Verändern, indem ich es in den falschen Kontext stelle und so weiter. Also das, was Land auf Land ab unter dem Stichwort Fake News und alternative Fakten diskutiert wird. Dagegen hilft meines Erachtens nur, sich selber kundig zu machen, Fakten selbst gegenzuchecken, indem man 1, 2, 3 Suchmaschinen mal bemüht und schaut, was sagen denn andere zu dieser angeblichen oder vorgeblichen Meldung. Und das heißt für mich eben, dass wir auch durchaus in der direkten Kommunikation sein sollten, ob das jetzt immer face-to-face ist oder über Chat, Messenger, was auch immer. Aber dass ich eben Informationen, Nachrichten, die ich aus einer Quelle bekomme, auch nochmal gegenprüfe im Gespräch mit anderen und dann eventuell schon direkt eine Korrektur erfahre, möglichst eben mit einer eigenen Haltung, dass man damit nicht dramatisch irgendwelche Lawinen lostritt, sondern sagt, hast du schon gehört? Ist das wirklich wahr? Hinterfragen. Wer prüfen will, ob die Quelle vertrauenswürdig ist, kann neben Hinterfragen auch das Impressum der Seite genauer checken, verschiedene Suchmaschinen nutzen oder einfach mit anderen Menschen in Kontakt treten, um gegen unseriöse Neuigkeiten gewappnet zu sein.
Fazit aus der ganzen Geschichte: Es kommt nicht nur auf das Internet an sich an, sondern auch, wie wir uns darin bewegen und verhalten. Eine Quelle entspricht meist auch nur einer Meinung. Versucht euch von verschiedenen Orten Informationen einzuholen und eure eigene Meinung zu bilden. Doch es kommt nicht nur auf Informationsbeschaffung an, sondern auch darauf, wie viel persönliche Informationen wir preisgeben. Wie ihr da sicher im Internet unterwegs seid, das erklärt euch der offene Kanal Koblenz. Kinderfotos in sozialen Netzwerken. Wir alle haben sie schon mal gesehen. Doch was sollte man eigentlich beachten, um beim Posten nicht die Privatsphäre der Kinder zu verletzen? Anstatt immer das Gesicht des Kindes zu zeigen, reicht es für die Bildaussage meist aus, Detailaufnahmen zu machen. Beim Hochladen der Fotos sollten außerdem die Privatsphäre und Sicherheitseinstellungen des Accounts geprüft werden, sodass Fotos nicht öffentlich hochgeladen werden. Auch auf private, personenbezogene Daten, vor allem in der Beschreibung des Bildes, ist zu verzichten. Fotos oder Videos, bei denen die Kinder in peinlichen oder unangenehmen Situationen gezeigt werden, gehören nicht ins Netz, auch wenn dies für Erwachsene in dem Moment vielleicht lustig erscheint. Die Vorbildfunktion der Eltern ist nicht zu unterschätzen. Mit Fotos im Internet von sich selber ist ebenso verantwortungsbewusst umzugehen wie mit Fotos von Kindern. Ab einem gewissen Alter können die Kinder auch selber einschätzen, was sie veröffentlicht haben möchten. Stichwort gemeinsam entscheiden. Und im Zweifelsfall einfach lieber nicht posten. Vielleicht macht sich der ein oder andere ja jetzt ein bisschen mehr Gedanken, wenn es darum geht, einfach so posten zu drücken. Ey, warte mal, guck mal, was die machen. Ey, was macht ihr da? Zurück an die Arbeit! Denkt daran, dass eure Vorgesetzten, Lehrer oder auch strenge Mütter Facebook haben können und ihr nicht immer unbeobachtet seid. Schau mal. Ich will dir ein Video zeigen. Ach komm, bleib weg mit deinem schlechten Slow-Internet. Ich habe hier mein Highspeed-Internet und mein Video läuft schon. Das ist doch unfair. Ja, so ist das Leben. Der offene Kanal Rhein-Main hat für euch ein Video zum Thema Netzneutralität vorbereitet. Ende 2017 war sie oft in den Nachrichten. Die Netzneutralität, die in den USA von der zuständigen Behörde, der FCC, eingeschränkt wurde. Aber was genau verbirgt sich eigentlich hinter diesem Wort Netzneutralität? Also, wenn man sich den Datenverkehr im Internet als echten Verkehr auf einer einspurigen Straße vorstellt, kann man ganz gut erklären, worum es geht. Auf dieser Datenschnellstraße sind unendlich viele verschiedene Fahrzeuge unterwegs. Zum Beispiel ein Postauto, das deine gerade abgeschickten E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten transportiert. Mit diesem Lastwagen hier wird ein Video Bild für Bild an deinen Computer geliefert. Sogar Datentransporte von Militär und Polizei sind hier unterwegs. In einem neutralen Netz fahren all diese Datenfahrzeuge auf ein und derselben Spur. Wenn mal viel los ist, dann stehen alle im Stau und eine Überholspur gibt es nicht. In einem neutralen Netz wird also jeder Up- und Download gleich behandelt. In einem nicht-neutralen Netz kann das ganz anders aussehen. Denn hier kann es eine Überholspur geben, die aber nicht für alle offen ist. Zum Beispiel kann der Verkehr so geregelt werden, dass Polizei, Militär oder auch Daten von Krankenhäusern Vorrang haben. Aber das ist nicht alles. Das große Problem ist nämlich, dass dein Internetanbieter in einem nicht-neutralen Netz verlangen könnte, dass du als Internetnutzer oder als Website-Betreiber gegen Geld die Überholspur benutzen kannst. Der Internetanbieter verdient also mehr. Und wenn man nicht zahlen kann oder nicht zahlen will, dann steht man eben im Stau. Durch so eine Regelung entstehen viele Probleme. Zum Beispiel kann die kleine und noch relativ unbekannte Video-Website Videotopia sich einfach keine Überholspur leisten. Ihr großer Konkurrent MeTube kann das aber schon. Die Videos bei Videotopia laden also immer sehr langsam und deshalb verliert die Website an Nutzern. Ein anderes Beispiel. Ein Internetanbieter könnte auch beschließen, dass große Datenmengen, zum Beispiel beim Videostreaming, für dich als Nutzer generell immer extra kosten.
Wenn du also nicht auf das neueste Katzenvideo verzichten willst, dann musst du sozusagen Eintritt dafür zahlen. Ansonsten steht das Video eben in der Warteschlange. Oder vielmehr im Ladekreis. In der Europäischen Union ist eigentlich vorgeschrieben, dass das Internet neutral sein muss. Um die Wiedergabequalität deiner Katzenvideos musst du dir also zumindest im Moment noch keine Sorgen machen. Die Zukunft hält uns immer mehr neue Erfindungen bereit und die Technik wird immer ausgereifter und besser. Leider aber auch immer teurer. Genauso wie zum Beispiel Virtual Reality Brillen. Die Landesmedienanstalt im Saarland hat hierzu einen Beitrag vorbereitet. Haben wir wirklich alles unter Kontrolle, wenn unsere Daten irgendwo auf der Welt liegen, oder sollten wir darüber noch mal genauer nachdenken? Der offene Kanal Gießen hat ein paar Möglichkeiten vorgestellt, wie wir unsere Daten schnell von A nach B bekommen. Viel Spaß! Das ist Paul. Er hat heute Geburtstag. Das muss er gleich allen Freunden posten. Das lang ersehnte neue Handy. Aber was nützt Paul das Handy ohne seine Lieblingsmusik, seine Fotos und seine Kontakte? Pauls Freunde wissen Rat. Bro, das ist voll einfach. Du benutzt eine Cloud und machst ein Backup. Die Cloud speichert alles. Dann meldest du dich mit deinem neuen Handy an und fertig. Das ist ja einfach, denkt Paul sich. Aber da meldet sich Dustin. Also ich speichere alles auf meinem Rechner. Dann überspiele ich meine Musik und alles auf das neue Handy. Ich habe meine Daten lieber zu Hause und entscheide selbst, wer Zugriff hat. Das ist ja auch einfach, denkt Paul.
Paul hat sich entschieden. Wie entscheidest du dich? Sei dir selbst bewusst, dass wenn du eine Cloud benutzt, deine Daten nicht nur in deinem persönlichen Besitz sind, sondern dass sie auch irgendwo auf der Welt auf wildfremden Servern rumliegen. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Sorry, I did not understand you. Wie viel Spaß man mit den Dingern haben kann, zeigt euch der Beitrag aus dem OK Speyer. Punkt 1 der Familiensitzung, Anwesenheit. Oh je. Michael, anwesend. Clara? Hier. Jan? Hier. Punkt 2, Abstimmung über den Kauf einer Sprachsteuerung. Ihr beiden habt ja die Argumente rausgesucht. Jetzt würde ich dich mal bitten, Jan, die Pro-Argumente zu erläutern. Ja, wie Papa schon gesagt hat, ich sollte die Pro-Argumente raussuchen. Und das Ding ist sau cool und super praktisch. Und gerade wenn man was bestellen muss, hilft es wirklich enorm. Gut, Clara? Also als Kontra, das Gerät heißt genauso wie ich. Und sonst haben meine Recherchen keine weiteren Kontra-Argumente ergeben. Alle, die für den Kauf von Clara sind, heben die Hand. 3. Enthaltungen? 0. Gegenstimmen? Hier. Was? Wir hatten 3 Ja-Stimmen. War ein Gag. So, so. Dann bestellen wir also. Hey, ich hab voll Hunger. Da kann ich dir was richtig Cooles zeigen, und zwar: Hey Clara, bestell uns mal eine Pizza. Ich habe deine Bestellung aufgegeben. Hä? Ein Spitzer? Ich wollte doch eine Pizza. Clara, kauf Kaffee. Okay. Ich habe deine Bestellung aufgegeben. Ach Mann, ich verstehe das nicht. Jan, du kannst doch Potenzfunktion. Okay, Clara, zeig mir den Verlauf. Okay, Jan, dein Browser verlauft von gestern 23 Uhr und 5. So ein Drecksding, ey. Das hat überhaupt keine Power. Hallo junger Mann, darf ich Sie für den T1000 Supersauger interessieren? Wie jetzt? Schickt Sie Clara oder? Also der T1000 Supersauger ist der Sauger des Jahres. Er schafft den Kesselsaug in weniger als 12 Parsec und hat eine Saugleistung von 1,21 Gigawatt. Unsere Kunden sind sich einig, dieses Gerät ist einfach ein Traum. Ich glaube, ich zeige Ihnen das. Nee, danke, danke. Wir brauchen nichts, wir brauchen nichts. Tschüss. Hey, Clara, schalte um. Nein, ich will das sehen. Hey, Clara, poste die Bilder von gestern auf der Facebook-Seite von meiner Schwester. Hey, Clara, stopp. Kauf alle Artikel meiner Schwester. Hey, Clara, nimm keine Befehle mehr von Clara entgegen. Clara, Abbruch, hier spricht Michael. Zeig Jans Browserverlauf von gestern an. Inkognito-Modus. Hey Clara, welche Befehle führst du eigentlich gerade aus? Selbstzerstörung eingeleitet. 3, 2, 1. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder von der Magazinsendung des diesjährigen Safer Internet Days. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hoffen, wir konnten euch zum Nachdenken anregen. Hinterfragt doch selbst nochmal, was ihr gerade gesehen habt. Und wir verabschieden uns, wünschen euch noch ein schönes Jahr 2018. Bis zum nächsten Mal. Stay safe.